Alisa, du bist 10 Jahre alt, ist das richtig? Ja. Aha. Und wie lange spielst du schon Piano? Ich spiele schon 6 Jahre Piano. Würdest du uns heute ein Stück vielleicht vorspielen und vielleicht stellst du mir den Komponisten vor und die Interpretation und erzählst ein wenig darüber. Könntest du das machen? Wäre das möglich? Ja. Okay, dann schieß mal los, Alisa. Am Anfang, wenn es hier kommt. Hier ist die Stelle, da ist so ein dunkler Wald. Aha. Und dann läuft da ein Mann und guckt sich ängstlich um. Aha. Du sag mal, darf ich dich fragen, welcher Komponist das ist? Den kenne ich gar nicht. Das ist ein japanischer Komponist. Aha. Er ist in Japan berühmt, sehr berühmt, aber in Deutschland ist er unbekannt. Ach, er ist gar nicht so bekannt hier in Deutschland. Aha. Er heißt Saburo Takada. Oh, Mensch, toll. Gut, dann erzählen wir nochmal weiter über die Interpretation ein wenig. Also wir haben gesehen, dass er durch den Wald gegangen ist, ja, und hat sich ängstlich umgesehen, richtig? Ja. Mhm. Dann kommt hier. Das Wasser, das Meer, das meinst du richtig, ist ruhig, ja. Dann kommt hier. Und dann ist hier, so fällt, da ist wieder Wald und dann fällt so Regen runter. Aha. Es fängt an zu regnen, richtig? Ja. Mhm, okay. Dann wird er immer kräftiger. Das war der kräftige Regen, richtig, Alisa? Ja. Mhm. Und dann fängt hier an zu hageln. Und da ist es auch ein bisschen Regen dabei. Aha, okay. Geht's dann noch weiter, Alisa? Ja. Hier ist es so ganz kräftig. Aha. Und dann wird es wieder zum Meer. Aha. Dann wird das wirklich so kräftig gespielt, richtig? Mhm. Doch wird es kräftig. Doch auch wird kräftig, ah ja. Zeigt seine Flossen, richtig? Ja. Mhm. Du sag mal, ja, ja? Und das Wasser, das schüttelt sich so. Oh Mensch, toll. Du sag mal, wenn ich dich fragen würde, ob du das ganze Stück mal kontinuierlich spielen könntest, würdest du das für uns mal machen? Ja. Ja? Ja. Mensch, ganz toll, du. Wir sind da ganz gespannt drauf, okay? Ja. Wenn du immer so weit bist, dann geht's los. Thank you.
Interessante Interpretation des Musikstücks, wirklich. Ja. Sehr, sehr toll, du. Wir sind begeistert hier. Ja. Du sag mal, möchtest du gerne mal Solo-Pianistin gerne werden oder möchtest du im Orchester mitspielen? Was sind so deine Zukunftspläne, Alisa? Ja, ich möchte noch gerne studieren, Klavier studieren, Aha. Musik studieren und ich wollte auch gerne Kunstmusik studieren. Studieren, ja. Ich möchte mich bei dir bedanken, Alisa, für dieses Interview und ich wünsche dir in Zukunft wirklich alles, alles Gute, ja. Dass du deine Träume verwirklichen kannst und das erzielst, was du erzielen möchtest. Ja. Okay? Mhm. Ich danke dir für das Interview, Alisa. Ja. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss.